Ihr habt euch Uncut-Videos von der FarmCon gewünscht und hier sind sie. In diesem Video geht es rund um alle Engine-Verbesserungen. Es sind sehr, sehr spannende Sachen mit dabei. Bevor es losgeht, noch zwei Sachen zu sagen. Ja, ich habe das Ganze auch schon einzeln thematisch sortiert als Einzelvideo gemacht und jetzt quasi einmal in der Uncut-Version. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, wir finden es mega cool, dass du uns so zeitnah mit zu viel Informationen von der FarmCon versorgst, ja, dann nutzt sehr, sehr gerne meinen Code RACING, wenn ihr euch den LS bestellt. Egal, ob jetzt, in einem Monat oder dann zum Release oder nach dem Release. Behaltet es einfach im Hinterkopf. Und jetzt geht's los mit dem Video. In die ja, neuen Funktionen und auch Features des Landwirtschaftssimulator 25. Und ja, dafür hole ich niemand anderen als Stefan Geiger, unseren CTO, auf die Bühne, der uns Verbesserungen für Landwirtschaft 125, der Giants Engine 10, präsentieren wird. Stefan, dein Auftritt. Ja, hallo zusammen. Ja, wie bei jedem neuen Spiel haben wir auch unsere eigene Engine verwendet und haben sehr viele Verbesserungen gemacht gegenüber dem 22er. Und da werde ich jetzt ein bisschen Einblick reingeben, was denn da alles verbessert wurde, oder zumindest ein Teil davon, weil es sind so viele Sachen, da kann ich nicht alles drüber reden, aber wenn das Spiel draußen ist, könnt ihr natürlich dann auch selbst rausfinden, was alles da verbessert wurde. Ja, kurzer Überblick, was alles erklärt wird. Wir haben, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, den verbesserten Nebel. Wir haben sehr viele Verbesserungen am dynamischen Schatten gemacht. Wir haben neue Wettereffekte, einige Sachen an den Fahrzeugen, auch im Train, verschiedene Sachen, die ich erklären werde und ein paar Dinge über Performance-Verbesserungen der Engine. Ja, beim Nebel, eine große Änderung, die wir gemacht haben, ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, an verschiedenen Stellen unterschiedlich dicht Nebel zu haben. Also wir können dynamisch das nach Wetterlage oder auch Tageszeit den Nebel verändern. Wir können um die Gewässer rum ein bisschen dichteren Nebel machen. Wir können in Täler drin ein bisschen Nebel ansammeln lassen und so halt ein viel stimmigeres Bild erreichen. Hier ein kurzes Video, wo man ein paar Ausschnitte sieht, wie das in etwa aussieht. Hier beim Wasser. Und da sieht man auch mit ihm, dass es über dem Wasser eine kleine Schicht Nebel gibt. Und auch hier noch eine zweite Szene, wo man andere Verteilung hier sieht, einfach eine kleine Schicht über den Feldern, für so eine Morgenstimmung zum Beispiel. Auch hier sieht man gut, wo sich der Nebel verteilt und nicht so wie früher, dass das nur eine fixe Höhe sein muss. Wir haben auch noch andere Verbesserungen gemacht am Nebel. Und zwar berechnen wir eben den Nebel nun quasi volumetrisch, inklusive dem Schatten von dem Sonnenlicht mit einberechnet. Das heißt, wir haben dann eben diese God Rays, wie man das nennt, oder Light Shafts, wo man dann eben diese schönen Abwechslungen von hell und dunkel sieht, je nachdem, ob eben dann der Nebel von der Sonne beleuchtet werden kann oder nicht. Da, wo eben die Sonne hinkommt, wird dann der Nebel beleuchtet und ist hell und da, wo es im Schatten ist, bleibt es dunkel. Es gibt dann auch diese schönen Stimmungen. Ebenfalls haben wir diese volumetrische Beleuchtung auch für die lokalen Lichter gemacht, also Straßenlampen oder die Lichter der Fahrzeuge.
dass man eben auch im Nebel dann diese Lichtkegel sieht, sodass dann eben das Licht nicht nur da sichtbar ist, wo das auf eine Oberfläche trifft, sondern eben auch den ganzen Bereich ausleuchtet, wo eben der Lichtkegel ist. Dann teilweise auch das Fahren im Nebel ein bisschen schwieriger, wenn es dunkel ist, weil man dann eben auch die Sicht ein bisschen mehr verblockt, wie das früher ohne diesen volumetrischen Effekt stattfindet. Dann kommen wir zum nächsten Thema, die dynamischen Schatten. Da haben wir ebenfalls verschiedene Dinge gemacht. Zum einen haben wir jetzt die Berechnung des Schattens auch mit den Wolken einbezogen. Das heißt, wir nehmen die echten Wolken, die angezeigt werden, und berechnen, wie sich da der Schatten auf dem Boden zeigen würde, was dann eben auch so ein bisschen diese zusätzliche Dynamik auf dem Boden abbildet. Ebenfalls haben wir jetzt sogenannte Soft Shadows gemacht. Das heißt, wir simulieren eigentlich wie in dem echten Sonnenlicht, dass der Schatten weicher wird, je weiter weg dass das von einem Objekt ist. Das sieht man im oberen Bild ein bisschen, diese grauen Säule, die ich dahin platziert habe, wo der Schatten relativ hart direkt an der Kante dran ist und viel weicher wird in der Distanz. Es gibt nochmals zusätzlich so diese Dynamik mit rein. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir das je nach Wetterlage ein bisschen anpassen, weil wenn wir es viele Wolken haben, dann wird das ganze Licht ein bisschen diffuser und die Schatten werden generell ein bisschen weniger hart. Das heißt, wir haben hier jetzt auf der linken Seite unten ein Bild, wo man relativ harte Schatten hat, und auf der rechten Seite haben wir dann eine ähnliche Szene, wo dann eben auch die Wolken viel dichter sind und entsprechend die Schatten viel weniger hart werden. Weiterer Punkt an den Schatten sind die Screen Space Shadows. Das ist eine Technik, wo wir anhand von den Informationen auf dem Bild ausrechnen, wie sich denn die Schatten verteilen würden, weil normalerweise haben wir sogenannte Shadow Maps verwendet, die aber halt relativ viele Artefakte bilden. Zum Beispiel können wir kleine Objekte nicht gut in den Schatten abbilden, oder auch aus Performancegründen können wir Objekte in der Distanz zum Beispiel oder auch gewisse Objekte einfach nicht in diese Shadow Maps mit reinnehmen. Und mit den Screen Space Shadows haben wir dann eben die Möglichkeit, diese Artefakte ein bisschen zu kompensieren. Zum Beispiel hier auf diesem Zaunelementen haben wir viele dieser kleinen Details in der Geometrie drin, die aber keinen Schatten haben. Und wenn wir jetzt eben die Screen Space Shadows aktivieren, dann sieht man, wie sich da eben diese kleinen Schatten eben dazu bilden. Wenn ich das nochmal deaktiviere und wieder aktiviere, dann kann man da hoffentlich den Unterschied erkennen. Ebenfalls sieht man auf diesem Bild auch ein bisschen in der Distanz, wenn man sich da auf der rechten Seite der grüne Bereich vom Gras anschaut, dann haben wir ebenfalls viele Details ohne Screen Space Shadows, die da keinen Schatten haben und ein bisschen Tiefe fehlt. Wenn wir jetzt die Screen Space Shadows wieder aktivieren, dann sieht man auch da, dass da noch zusätzliche Details dann sichtbar werden. Ja, und einen weiteren Punkt für die dynamischen Schatten. Wir haben nun nicht die Möglichkeit gebaut, um auch Schatten bei den Fahrzeuglichtern zu haben. Wir haben da ein Problem, dass wir die Lichter der Fahrzeuge sind relativ komplex. Teilweise bestehen die aus 4, 5, 6 verschiedenen Lichtern. Und wenn man
bei denen allen einen Schatten zuweisen würde, wäre das einfach von Performance her viel zu teuer, dass wir das nicht umgesetzt haben früher. Und wir haben nun eben diese Technik, die wir Merge Shadow nennen, gebaut. Das heißt, wir nehmen alle diese 5-6 Lichter, die in eine ähnliche Richtung zeigen, und berechnen davon einen Schatten nur. Das heißt, wir bezahlen die Kosten nur für ein einzelnes Licht und verwenden dann diese Schatteninformation für alle 6 Lichter. Ist nicht ganz 100% perfekt, aber es ist optisch sieht man da den Unterschied nicht groß, und man hat trotzdem korrekte Schatten. Hier auch noch eine Debug-Visualisierung, wie das hier berechnet wird. In dem Fall haben wir jetzt 2 Lichter, die gegen vorne zeigen. Und dieses Rechteck, das man bei den Lichtern sieht, zeigt dann eben, wo das dann eben die Schattenberechnung stattfindet. Und wir nehmen nur diese eine Schattenberechnung machen für die 2 Lichter gegen vorne. Kommen wir zum weiteren Punkt, die Wettereffekte. Da haben wir verschiedene Dinge verbessert. Zum Beispiel haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Nass-Effekt auf die Fahrzeuge anzuwenden. Also wir haben so kleine Wasserperleffekte drauf. Wir haben auch eine Abdunklung von Materialien, die sich eben in echt abdunkeln. Also zum Beispiel gerade die Reifen werden eben nicht nur nass, dass sie mehr reflektieren, sondern sie werden eben auch dunkler, weil das Wasser sich ein bisschen in das Material einsaugt. Hingegen bei der normalen Motorhaube zum Beispiel passiert das nicht. Das heißt, wir müssen da auch das entsprechend simulieren, welche Teile sich wie stark abdunkeln, welche eben nicht. Ein weiterer Effekt, den wir eingebaut haben, ist, dass wir nun auch Dreck haben, der sich an den Rädern festhaften kann. Wir hatten ja bisher einfach diesen Dirt-Effekt, der sich aber nicht geometrisch ausgewirkt haben. Wir haben nun eben auch diesen zweiten Dreck, der eben sich festhaften kann, und auch gameplaymäßig ein bisschen sich anders verhält, weil der normale Dreck, den wir bisher hatten, der verändert sich ja über die Zeit nicht, beziehungsweise baut sich nur auf. Das Fahrzeug wird immer nur dreckiger. Aber diesen zusätzlichen Dreck, den wir jetzt eingebaut haben, haben wir auch die Möglichkeit, dass der sich beim Fahren wieder abbauen kann, weil eben diese großen Teile sich wieder abbauen können und auf der Straße liegen bleiben. Wir haben auch an dem Regen selbst oder auch die ganzen anderen Wettereffekte haben wir sehr viel geschraubt. Sieht jetzt viel hübscher aus. Wir haben einen dichteren Nebel, wir haben auch so lokale Windeinflüsse mit eingebaut. Wir berechnen das Ganze nun auch auf der GPU. Das heißt, wir sind hier performancemäßig besser unterwegs. Und wir haben die Möglichkeit gebaut, dass eben diese einzelnen Regentropfen am Boden kollidieren können und dann diese Splashes generieren können, was dann eben zusätzlich noch diesen schönen Effekt gibt. Dazu gehört eben auch schon wie bei den Fahrzeugen selbst, dass wir diesen nassen Look auf die ganzen Objekte anwenden können. Das heißt, wir haben je nachdem, wie sich das Material verhält, eine Abdunklung, und wir haben mehr Reflektoren von Objekten, wenn es nass ist. Dann kommen wir zu dem Thema Fahrzeuge. Da haben wir eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, um diese noch realistischer darzustellen. Der erste Punkt hier ist das physikalische Kalibrieren der Materialien. Das heißt, wir gehen jetzt nun hin und haben so ein Gerät, was in der Automobilindustrie sehr häufig verwendet wird, um Materialien eben zu messen, wie sie sich, wie diese ausschauen, wie diese reflektieren und so weiter. Wir verwenden das, um alle unsere Fahrzeuge oder den Großteil der Fahrzeuge so zu messen. Also wir haben da fast 1000 Messungen vorgenommen, und da ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Herstellern sehr wichtig, dass wir auch den Zugang haben zu allen Fahrzeugen, um dies wirklich auch machen zu können.
Und damit können wir dann eben hingehen und versuchen, unser Modell, wie wir das rendern, möglichst genau nachzubilden, dass das möglichst akkurat dargestellt wird. Weil früher war das natürlich immer, gerade eben, wenn man das von Fotos und so weiter macht, ist es natürlich immer sehr schwierig, das genau nachzubilden. Wie war denn jetzt wirklich die Beleuchtung? Kann man das dann wirklich richtig nachbilden? Hat man irgendeine Farbe, die falsch stimmt? Wir haben auch früher mit den Herstellern häufig dann zusammengearbeitet. Wir haben denen das Modell geschickt. Die haben uns gesagt, ja, die Farbe stimmt überhaupt nicht. Könnt ihr das ein bisschen anders machen? Und damit können wir das eben komplett verhindern und von Anfang an einfach die richtige Farbe haben. Ebenfalls haben wir neu einen Clearcoat-Simulation bei den Materialien gemacht. Das heißt, bei einem normalen, bei einer normalen Fahrzeuglackierung hat man häufig in diesen Clearcoat-Layer drauf. Das heißt, man hat zuunterst einfach normal Metall oder Plastik oder was auch immer, das Basismaterial von dem Objekt. Da haben wir eine kleine Schicht von Klebematerial und dann obendrauf die Farbe, die eigentlich die Farbe vom Objekt vorgibt. Und dann obendrauf hat man dann eben diesen Clearcoat, eine dünne, halbtransparente Schicht, die Farbe schützen kann, aber eben auch diesen zusätzlichen spiegelnden Optik eigentlich generiert. Und neu simulieren wir eben auch diese extra dünne Schicht obendrauf. Und das erlaubt uns eben, die Materialien noch akkurater nachzubilden. Hier auf der rechten Seite sieht man ein Beispiel von so einem Material, was für diese roten Rückobjekte, Reflektoren benutzt wird. Und das ist unten drunter eben der rote Teil ist so relativ strukturiert und hat obendrauf dann eine flache Clearcoat-Schicht obendrauf. Und das können wir korrekt simulieren jetzt. Früher hatten wir dann immer das Problem, dass wir entweder das sehr reflektieren machen wollten, dann hat aber die Farbe eigentlich nicht gepasst, oder wir haben es nicht reflektieren gemacht, damit die Farbe passt, aber dann fehlt einfach der Glanz davon. Und jetzt können wir das eben korrekt nachbilden. Hier sieht man das auch noch bei einem Traktor, wenn man hier auf die Motorhaube schaut, das ist im Moment eben ohne diesen Clearcoat-Layer einfach nur die grüne Farbe direkt. Und wenn wir eben den Clearcoat-Layer aktivieren, dann sieht man, dass es viel realistischer auch spiegelt, aber trotzdem die Farbe eben eigentlich beibehalten kann und das einfach viel realistischer aussieht. Dann kommen wir zum Thema Terrain. Da haben wir sehr viele Änderungen vorgenommen. Wir haben neu jetzt die Auflösung auf 1 Meter gemacht. Das heißt, die Punkte, wo man kontrollieren kann, wie hoch das Terrain ist jetzt mit 1 Meter Abstand. Früher war das mit 2 Metern, das heißt, vor allem für unsere Map-Artists gibt es natürlich die Möglichkeit, das Terrain viel schöner einzubetten. Oder auch für euch im Spiel drin ist es natürlich bei dem Verändern vom Terrain, wenn ihr da malen wollt, habt ihr natürlich dann viel mehr Präzision, um das anzupassen. Dazu haben wir auch extra neu die Möglichkeit eingebaut, dass wir das eben zur Spielzeit komprimieren können, um nicht zusätzlichen Speichern zu verschwenden. Weil das war natürlich bisher immer eigentlich so ein bisschen der kritische Punkt, dass man das anpassen kann, aber trotzdem nicht massiv viel mehr Speicher brauchen würde. Dann haben wir zusätzlich ein Displacement Mapping eingebaut. Das heißt, wir können mit einer Auflösung von 12,5 cm, also das heißt, mit Punkten von einem Abstand von 12,5 cm können wir nun auch das Terrain zusätzlich noch anpassen mit kleinen Offsets. Die kann man nicht malen direkt, sondern das wird über Texturen definiert, aber das erlaubt dann eben so kleinere Details viel realistischer darzustellen. Also hier haben wir auch den gleichen Screenshot einfach im Wireframe-Modus. Da sieht man hier auf der linken Seite habe ich da
bisschen das angepasst, dass man eben das sieht, wie groß das 1 Meter Auflösung ist. Also das heißt, diese kleine Rampe ist 1 Meter breit. Früher wäre das eben doppelt so breit gewesen. Und wir sehen in der Mitte diese kleinen Details von den Wurzeln und so, die eben auch eine echte Verformung vom Terrain zeigen. Also wenn wir nochmal zurückgehen, wie das aussieht, das gibt dann einfach nochmal zusätzliche Details und Tiefe. Ja, wir können die Technik natürlich auch für die Felder anwenden. Und das gibt dann eben die Möglichkeit, dass man nochmals zusätzlich Details gibt. Das ist auch insbesondere wichtig, dass das korrekt mit den Fahrzeugen und Objekten sonst interagiert. Das heißt, wenn die durch diese Furchen hoch und runter gehen, gibt es nicht mehr diese komischen Artefakte, dass das visuell so aussieht, wie das hoch und runter geht, aber eigentlich das Fahrzeug trotzdem gerade durchgeht. Wir können eben die Displacement Mapping Information auch in die Physik mit reingeben und korrekt eben hoch und runter gehen mit dieser 12 cm Auflösung. Hier auch noch ein Screenshot, wie das hier im Wireframe aussieht, dass man eben wirklich sieht, dass es hoch und runter geht und nicht nur ein visueller Effekt ist, wie das früher zum Beispiel im Parallax Mapping war, wo das eben nur auf einer geraden Fläche ausgeführt wurde und man das nur so das Gefühl hatte, dass es so aussieht. Ja, da kommt natürlich jetzt die Frage, aber was ist mit dem dynamischen Terrain? Wir haben das bewusst haben wir das so angekündigt, dass wir das als Bodenverformung nennen, weil dynamischer Boden ist so ein Thema, was schon lange in der Community rumgeistert. Da haben sehr viele Leute irgendeine Vorstellung, was auch vermutlich ziemlich unrealistisch ist, man umsetzen kann. Deswegen haben wir das Feature Bodenverform genannt. Für eine wird wahrscheinlich das sein, was sie sich unter dynamischem Boden vorstellen. Und zwar können wir nun ein Fahrzeug drüber fahren. Genau, also wir nehmen wirklich die Physiksimulation, rechnen, wie stark würde das zusammengedrückt werden und verändern das dynamisch entsprechend. Hier sieht man auch nochmal die Wireframe-Ansicht, wie das zusammengedrückt wurde. Das hat wirklich einen Effekt, sowohl visuell als auch für das Fahrzeug selbst. Das heißt, man wird entsprechend weniger über diese Hügel drüber fahren müssen. Und entsprechend auch, wenn man parallel zu den Hügeln fährt, wird man entsprechend auch von den Hügeln ein bisschen in die Mitte gedrückt. So, dann weiteres Thema. Mit dem Reisfeldanbau ist natürlich auch das Wasser ein viel wichtiges Thema. Und deswegen haben wir da auch eine Wassersimulation eingebaut. Das heißt, wir können hier durchs Wasser fahren und haben diese schönen Welleneffekte, wie das physikalisch in etwa aussehen würde. Der Effekt ist nicht nur auf die Reisfelder limitiert, sondern generell alle Wasserflächen, die wir im Spiel haben, haben diesen Effekt drauf. Normalerweise fährt man sonst nicht groß ins Wasser, deswegen ist es da natürlich nicht ganz so wichtig, aber die Modmapper werden da wahrscheinlich viele Ideen haben, wie sie das auch schön gestalten können, weil das dann vielleicht trotzdem wichtig ist. Hier sieht man auch relativ gut unsere neuen Screen Space Reflections, die eben auch ermöglichten, dass wir auf allen Oberflächen relativ realistische Spiegelungen haben können. Und das eben nicht mehr nur limitiert ist auf das Wasser. Also wir haben das vielleicht in den Screenshots, die wir rausgegeben haben, haben das schon einige entdeckt, zum Beispiel auf den Motorhauben sieht man nun auch die Umgebung schön detailliert gespiegelt. Weiteres Thema sind die Bäume. Gerade in der Distanz haben die teilweise nicht ganz so schön ausgesehen.
Wir haben da neu diese 360-Grad-Billboards eingebaut, wie wir das nennen. Das heißt, wir haben bisher hatten wir 180-Grad-Billboards. Das heißt, wir haben nur von der Ebene aus um das Objekt herum eigentlich das so simuliert, wie das aussehen würde. Aber gerade dann, wenn die Kamera ein bisschen nach unten schaut oder nach oben, fällt eben dann der Effekt ein bisschen ins Wasser. Und wir haben nun eben auch diese Distanzbäume so gebaut, dass man das eben auch korrekt darstellen kann, wenn man von oben oder von unten das anschaut. Wir haben auch diese Parallax Correction eingebaut, das heißt, wir haben eben aus Speichergründen haben wir eben nur von 8 verschiedenen Richtungen diese Bäume gespeichert. Und wenn man eben dann in einem Mittelrichtung steht, kann man das eben nicht richtig darstellen. Aber weil wir eben nun die Information speichern, wie der Baum wirklich aufgebaut ist, können wir dann quasi den Wert zwischendrin besser ausrechnen, sodass man eben einen viel schöneren Übergang zwischen den verschiedenen Richten hat. Wir haben ebenfalls durch diese 360 Billboards eben auch die Möglichkeit, die Schatten korrekt darzustellen für diese Objekte, für die Bäume in der Distanz, weil gerade das Sonnenlicht kommt ja eben eher von oben und das war natürlich eben genau einer dieser Fälle, wo die alten Billboards eben dann nicht korrekt dargestellt wurden, weil man diese Information nicht hatte, wie denn der Baum eben von oben aussieht. Ebenfalls haben wir Shadow Proxies gebaut, das heißt, wir in der Nähe von den Bäumen verwenden wir nicht das volle Objekt, um den Schatten darzustellen, sondern Vereinfachung davon. Das ist eine reine Performance-Verbesserung, damit wir hier nicht so viele Dreiecke darstellen müssen, um den Schatten darzustellen. Das heißt, wir haben jetzt ein Beispiel, oben links sieht man da einen Baum auf der linken Seite, wie der eigentlich im vollen Detailgrad dargestellt wird. Da haben wir für die normale Ansicht haben wir da etwas über 30.000 Dreiecke, Punkte, die wir darstellen müssen. Und für den Schatten verwenden wir da nur 6.000, das heißt, wir haben da eine deutliche Performanceverbesserung. Und wenn man das grafisch unterscheidet, dann sieht man da praktisch keinen Unterschied. Das heißt, wir haben da eine massive Performance-Vorteil. Für die Distanz auf der rechten Seite sieht man optisch nun fast keinen Unterschied mehr. Wir haben aber nur 9 Punkte, die wir dafür verwenden müssen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, das Verbesserungen am Himmel. Wir haben diverse Verbesserungen gemacht, um das ein bisschen besser darzustellen. Aber ich denke, visuell ist der größte Vorteil hier, dass man nun auch die Sterne anzeigen kann. Und wir haben einen deutlich verbesserten Mond mit mehr Details drin. Performance-Verbesserungen haben wir zum Beispiel das Double-Sided Rendering vorgenommen. Das ist eine Detailverbesserung für Objekte, die sehr dünn sind. Da haben wir sehr viele im Spiel, wie zum Beispiel die ganzen Feldfrüchte. Und da ist eben der Vorteil, dass wir bisher haben wir sind Dreiecke nur von einer Seite sichtbar gewesen. Und um eben dann quasi so eine dünne ein dünnes Objekt darzustellen, das man von beiden Seiten sehen kann, mussten wir halt eben die ganzen Dreiecke verdoppeln. Das heißt, wir mussten ein Dreieck von einer Seite und ein Dreieck von der anderen Seite haben. Weil wir aber eigentlich wissen, dass die eh am gleichen Ort sind, ist es natürlich eine Performanceverschwendung, wenn wir da eigentlich zwei Dreiecke zeichnen müssen. Und entsprechend gibt es eben die Möglichkeit nun, dass wir da ein Double-Sided Rendering machen. Das heißt, wir machen ein Dreieck und wir zeigen das einfach von beiden Seiten an. Das gibt dann eben uns die Möglichkeit, viel detailliertere Objekte zu machen, weil wir eben diese Performance ein bisschen sparen können für diese doppelten Dreiecke. Hier sieht man das ist ein Foliage-Block ohne und mit. Da sieht man auch eben, wie dass es mit der gleichen Anzahl Dreiecke einfach viel dichter werden kann.
Braucht natürlich ein bisschen Anpassen von unseren Geometrien, um auch wirklich von dem zu profitieren, weil früher hatten wir teilweise Tricks gemacht, dass wir das eben auch ausgenutzt haben, dass wir nur die Dreiecke nur von einer Seite sehen. Diesen Trick kann man natürlich dann nicht mehr nutzen, dafür muss man das halt ein bisschen anders optimieren, um möglichst viel rauszuholen. Wir haben das auch für die Bäume gemacht, für die Blätter davon, das sind ebenfalls solche Kandidaten, wo das ideal funktioniert. Da sieht man auch gut den Unterschied zwischen, wenn das Double-Sided Rendering aktiv ist oder nicht, wie sich die Dichte von den Bäumen verändert. Für Speicherverbesserungen haben wir ebenfalls eine Technik eingebaut, um die ganzen Geometrien zu komprimieren, zu Runtime. Das heißt, wir speichern die ganzen Dreiecksdaten mit weniger Memory. Und als Beispiel haben wir so ein Fahrzeug, was früher um 8 Megabyte verwendet hat, teilweise nur noch 4,5 für die geometrischen Teil. Die Texturen sind natürlich immer noch separat auch dazu. Aber das gibt natürlich dann schon eine gute Reduktion von den Slots. Also wenn wir von 1 Megabyte Slots ausgehen, sind wir jetzt eben von 8 Slots auf 4,5 runter, was dann natürlich die Möglichkeit gibt, entweder mehr Fahrzeuge zu haben, beziehungsweise auch für uns natürlich einfach mehr Objekte mit ins Spiel reinzubringen, ohne dass man dann gar keine Fahrzeuge mehr kaufen kann. Weiterer wichtiger Punkt ist das Virtual Texturing für unser Terrain. Das ist eine Technik, wo man das Terrain nicht so wie bisher hat, dass man einzelne Objekte, einzelne Texturen vielfach repetiert hat, wo man einfach sagt, okay, hier soll ein bisschen Sand sein, hier ein bisschen Stein und so weiter, sondern wir haben virtuell eine Textur, die 1 Million mal 1 Million Pixel ist. Es gibt dann unsere Auflösung, die wir brauchen, um die Details entsprechend anzuzeigen. Wir speichern aber natürlich nicht die ganze 1 Million mal 1 Million, das wäre nicht möglich, sondern wir speichern nur die Pixel, die eigentlich tatsächlich auf dem Bild sichtbar sind. Das ist je nach Hardware und je nach Textur ist es so um eine 4K bis 16K Textur. Und der große Vorteil ist davon, dass wir schlussendlich dann das Terrain viel schneller darstellen können. Weil es vor allem für das Parallax Mapping ein wichtiger Teil, weil wir da eben diese Teile sehr, sehr häufig zugreifen. Oder auch für das Displacement Mapping, was ich vorhin gezeigt habe, ist ein wichtiger Teil, dass das überhaupt möglich war. Ein weiterer Vorteil von dieser Technik ist, dass wir Decals, wie wir das nennen, quasi verwenden können, relativ günstig, weil das sind einfach Objekte, die irgendeine Information haben, die aber nicht als eigene Objekte dargestellt werden, sondern direkt in diese Terrain-Textur rein gerechnet werden und so dann eigentlich beim Darstellen keine zusätzlichen Kosten mehr entstehen. Also zum Beispiel verwenden wir das zum Beispiel für die Straßen. Diese sind ja nun keine echten separaten Geometrien mehr, sondern sind eben nur noch solche Decals, die als Teil vom Terrain dargestellt werden. Also wenn man hier einen Wireframe anschaut zum Beispiel, sieht man, dass da keine echte Geometrie angezeigt wird. Es gibt auch die Möglichkeit dann, gerade für Modmapper, dass man da auch einfacher dann die Straßen verändern kann. Ich habe hier jetzt kurz ein bisschen einfach das hochgezogen und man sieht auch, entsprechend wird die Straße direkt angepasst, ohne dass man separat nochmals diese Geometrie von der Straße anpassen müsste. Wir verwenden das auch für andere Detailobjekte, wie zum Beispiel hier diese Abdrücke von den Rädern, die dann eben in diese Textur reingepackt werden. Das heißt, wir modellieren das als effektive Geometrie dahin, aber schlussendlich gerendert wird dann das eben ohne zusätzlichen Aufwand, so visuell so aussieht.
Und kommen wir zum letzten Vorteil von dem Virtual Texturing, und zwar haben wir nun eben auch die Möglichkeit, dass wir Objekte haben und die Information von dem Terrain mit rein rechnen können, sodass wir die Übergänge von diesen Objekten zum Terrain viel, viel schöner gestalten können. Da haben wir ein kurzes Video, wo man das eben sieht. Hier ist eben, sieht man diese harten Übergänge von diesem Objekt, und wir können dann einfach sagen, okay, ein bisschen hier mit dem Terrain zusammenblenden, und dann kann man die Geometrie weiterhin normal anzeigen, weil teilweise braucht man das einfach, weil man mehr Informationen braucht wie beim Terrain, aber man will es trotzdem eigentlich schön zusammen verbunden haben, sodass man die Übergänge nicht sieht. So, das war's von meiner Seite. Wie gesagt, eben ein kleiner Einblick von Änderungen, die wir vorgenommen haben. Ich denke, weitere Details werden sicher auch in Blogs und weiteren Screenshots und so weiter veröffentlicht, und natürlich auch die ganzen Details dann zum Release, die ihr dann bestaunen könnt. Mein Mikrofon, jetzt geht's. Vielen Dank, Stefan, für die tolle Präsentation. Applaus hast du schon bekommen. Und